Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Odyssey. Wir sind hier stehen geblieben und wir hatten keinen In-Game-Sound in den letzten beiden Parts. Ich hoffe, das läuft jetzt wieder. Ich habe am Anfang jetzt gerade einmal getestet und hoffe, dass es so bleibt. Es läuft, es müsste laufen. Und Sheila hat mir einen Tipp gegeben, und zwar einer dieser Köpfe hier müsste falsch rum sein. Und von dem kriegen wir definitiv einen Mond. Das wird doch wohl dieser hier sein. Muss man erstmal sehen, aber das wäre der erste Mond, den wir auf jeden Fall in diesem Level haben. Und ich danke auf jeden Fall auch für den Tipp, weil ich glaube, ich hätte das wieder vergessen. Und da hätten wir das erst später gefunden, wenn ich ins Lösungsbuch geguckt hätte, auf dem Metallzaun. Genau, wir sind nämlich jetzt in Bowser's Castle oder vor Bowser's Castle. Und hier wollen wir als Mario Koch doch mal gucken, was wir so reißen können. Ich gucke aber vorher nochmal rundherum, ob hier irgendwas zu holen ist. Ich denke mal nicht. Vielleicht ist auch was Unsichtbares. Aber die Musik, die gefällt mir auf jeden Fall schon super in diesem Level. Okay. Überqueren wir die Brücke. Bowser, ich komme und werde Peach zurückholen und dich von dieser Hochzeit stoppen, aufhalten oder wie auch immer. So, ist hier noch irgendwas mit Köpfen oder so? Wahrscheinlich können wir von jedem wieder eine Münze bekommen. Ja, okay. Ja, toll. Auch wenn die Münzen brauchen, ich habe jetzt keinen Bock, jeden Kopf einmal einzeln abzugrasen. Deswegen gehen wir hier jetzt mal weiter und guck mal, was ich hier denn so alles finden kann. Mit meiner Spürnase. Auf jeden Fall können wir hier hoch. Das sieht man doch auch als Blinder. So, dann gehen wir mal hier hoch. Und gucken doch einfach mal, ob hier irgendwas versteckt ist. Scheinbar nicht. Boah. Aber da oben sind ein paar Münzen. Nice. Gebt sie mir. Was stellt das da? Irgendwelche Bowser-Coins. Okay. Bam. Was ist hier? Vögel. Vögel. Hallo, ihr Vögel. Ja, Vögel geben hier des Öfteren mal Tipps in diesem Spiel. Okay, ich glaube, dieses tolle Geheimnis hier haben wir dann auch gelüftet. Dann, ich hätte eigentlich noch draufbleiben können. Um dort auf diese eine Seite da auf jeden Fall nochmal zu gucken. Diese Stampfsprung-Attacke ist schon ziemlich cool. Diese Mauer ist auf jeden Fall niedriger. Und oh, was haben wir denn da? Dafür brauchen wir auf jeden Fall 10 Goombas. Gut, dass ich das jetzt gesehen habe und nicht erst nachdem ich die Goombas getötet habe. Ich gehe nochmal auf die andere Seite, weil ich möchte mir safe oder sicher sein, dass dort nichts weiter mehr versteckt ist. Da rennt der Mario. Und doch, da sind auf jeden Fall noch Münzen. Okay. Wie machen wir das jetzt? Das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein mit den Goomba. Aber wir versuchen das mal von hier. Am besten. So. Wenn wir da jetzt drauf springen, ne? Haben wir einen Treffer auf jeden Fall kassiert. Kommt mal alle her, Leute. So. So, wie viele haben wir jetzt? Ich hoffe genug! Weil mehr kann ich hier, glaube ich, gar nicht bekommen. 1, 2, 3, 4, könnten 10 sein. Und rauf da! Ein Mond! Der zweite Mond, den wir hier bekommen haben. Goomba-Turm über der Mauer. Easy. Bam, noch ein paar Münzen mitgenommen hier. Und dann gehen wir weiter. Erst mache ich die Flamme hier aus. Zack. Und los geht's. Man sieht die Leinen gar nicht, ne? Diese Stromleitungen. Sieht man nicht. Wieso sieht man die nicht? Wieso sieht man die nicht? Was ist das denn? Irgendwelche Vögel? What? Was kann die? Was können die? Ist das eine Attacke? Oh. Okay, nein. Okay, die haben auf jeden Fall so eine Peaks-Attacke. Okay. Ach was, ne. Sowas geht damit? Ach, das ist quasi wie diese. Ja, ja, ich verstehe. Oh, wie cool ist das denn? Mega. Können wir damit diese Stachels. Stachis.
Starrys besiegen? Okay, der eine ist runtergesprungen. Das ist mir auch recht. So. Damit könnten wir auf jeden Fall auch Wände runtergehen, ne? Also damit könnten wir uns auch nach unten arbeiten, nicht nur nach oben. Cool. Okay, da haben wir auch den nächsten Mond, den man so bekommt mit diesen Viechern hinter der großen Mauer. Vielleicht hätte man da auch irgendwie anders hochkommen können, ich weiß es aber nicht. Oh, mal gucken, ob wir die besiegen können so. Ja, können wir, okay. Zack. Wir sind einfach Ninjas, ey. Bam. Und ja, wir können Starrys damit besiegen. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Ich glaube, hier sollen wir auch schon weiter, aber ich möchte noch nicht weiter. Weil das scheint noch was zu sein. So. Euch sage ich mal eben Tschüss. Was ist das hier? Okay. Schon nichts weiter zu bedeuten. Außer, dass ich da hätte hochgehen sollen, wahrscheinlich. Oder? Oder, oder? Man muss da aufpassen, nicht, dass man automatisch von Anfang an... Was passiert eigentlich? Wenn ich da reinsteche, genau. Gar nichts. Auch bei den Großen nicht. Zack! Ich finde das irgendwie cool. Ist man einfach so, so mega, mega stark. Man kann einfach eben quasi ausweichen und so. Okay, aber wir müssen ja jetzt da hoch, weil ist wichtig und so. Wir müssen ja auch weiterkommen irgendwann. Oh, ich drücke mal zu schnell diesen Horny. Zack. Nein. Bam. Feuer ausmachen. Feuer ausmachen. Und weiter geht's. Hat das eigentlich eine Auswirkung, je nachdem, in welche Richtung ich bei den Stromleitungen drücke? Gibt es da Alternativen? Weil gerade eigentlich eine andere, ein anderes Ziel zuerst wahrgenommen. Ihr seid doof, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt seid ihr mir auch noch im Weg bei dieser krassen Challenge hier. Aber das schaffen wir trotzdem. Easy! Mit Cappy sowieso easy. Und der vierte Mond. Notenjagd zwischen Starrys. Hier mal gucken. Au. Ob sich das gelohnt hat, man weiß es nicht. Mann. Na gut. Da habe ich mein Herz wieder. Wer bist du? Was kannst du? Was machst du? Ah, warte mal. Ich kann auf den drauf. Okay, warte, dann machen wir das nochmal. Shit. Schneller, Mario. Schneller. Mario, schnell, hoch da. Ich bin anscheinend zu blöd, diesen Gegner zu besiegen. Bringt das überhaupt was? Ich muss den ja besiegen, oder? Sonst bekomme ich ja hier nicht. Komme ich ja hier nicht weiter. Ach Leute, das wird doch so nix. Warte mal, was passiert denn, wenn ich so mache? Kann ich dann irgendwie schneller hoch? Wahrscheinlich werde ich hier noch sterben. Weil ich zu schlecht dafür bin. Sag ich ja. Ah! Das ist uncool. Okay, nochmal. Falls wir Probleme bekommen, ich kann mir da hinten wieder ein Herz holen. Easy!
Hä, so schwer war das doch gar nicht. Siri, sehr ruhig. Scheiße. Und gib mir den Weg zum Tor da oben hin. Gib mir die Brücke. Schleich dich in Bowsers Festung. Oh, okay, das war irgendwie schon das Hauptziel jetzt gerade irgendwie. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Ja, ich hatte ein oder zwei Probleme. Aber insgesamt habe ich es, glaube ich, ganz gut gemacht. Cleverer Bombeneinsatz. Das kennt man von Bowser. Immer diese Bomben, die auf einen zurollen, die man dann zurücktreten kann und sowas, ne? Ja, ja. Mm-mm. Ich verstehe. Ich verstehe, okay. Hier würde ich jetzt gerne so einen Vogel haben, aber wir kommen auch so hoch. Also alles gut. Zack. Holen wir uns die Münzen, die uns zustehen. Weil wir bisher hingekommen sind. Und dann gehen wir auf die andere Seite und hoffen, dass da irgendwas ist. Nicht, dass wir umsonst dort rüberlaufen. Naja. Auf jeden Fall sind da Münzen. Und wieder so ein Vieh? Das ich mir gerade gewünscht habe. Ja, du hast doch gesagt, ich wünschte, ich hätte jetzt so ein Vieh. Und dann wird es mir geschenkt, quasi. Hallo? Muss ich in diese Dinger reinstechen? Muss ich jetzt alle aufmachen oder... Ich steche einfach mal hier rein. Okay. Ein Mond. Mit dem Schnabel in der Gipswand. Kriege ich hier auch was? Nö. Krieg ich da vielleicht noch was? Nö. Okay. Okay, ich verstehe. Das war ein versteckter Mond. Mit einer Challenge. Ja, ja, war ganz cool. War ganz cool. Und den hier können wir jetzt mitnehmen. Oh, was? Oh, was? Wir brauchen den sogar. Okay. Das ist jetzt Challenge. Challenge, Challenge. Nein, 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 nein! Warum kann man sich denn da nicht mehr festhalten? Wie gemein ist das denn? Wie gemein ist das denn? Und wieso spawn ich hier? Weil ich hier runtergefallen bin, richtig? Oh nein. Okay, hier wären wir auf jeden Fall schon mal. Ich muss ja jetzt quasi nur noch den da hinten kriegen irgendwie. Und... Ah! Oh, geschafft. Okay, alles klar. Ciao, kleiner Vogel. Ich gehe weiter. Mache aber eben noch das Feuer hier aus. Geht nicht? Okay. Dann machen wir das so. Easy und ciao. Da sah man jetzt auch schon die ersten versteckten Münzen. Okay. Ich nehme aber erstmal die Halbzeit mit hier. Beziehungsweise den Save Point. Weil, könnte ja wichtig sein. So, und wieder zurück. So, dann schauen wir doch mal. Hier gibt es auf jeden Fall wieder diese komischen Vögel. Wie es aussieht. Und jetzt kommen hier auch diese Bomben, okay. Ich gehe mal hier hoch. Wenn ich es schaffe. Schaffe ich, wunderbar. So, dann haben wir noch diese Münzen. Hier wir vielleicht mit diesem Schnabel kriegen. Ne, kriegen wir nicht. Okay. Dann mit Cappy. Jo. Wunderbar, aber ich brauche dieses Vieh. Ich möchte diese ganzen Steine kaputt machen.
hangelt er sich entlang. Klein Mario. Da bist du. Mein Held. Mein Heldentier. Oh, shit. Das war doof. Und, nein. Oh, knapp. Knapp, knapp. Und hier machen wir mal eben alles putti putti. Als Vogel. Gucken natürlich auch. Wieder nicht hoch. Als ob. Als ob wir es nicht schaffen, da hochzukommen. Das glaube ich nicht. Ja. Haha. Habe ich ja gesagt, ich glaube es nicht. So, dann nehmen wir hier noch diese Dinger mit. Und. Oh, damit können wir sogar Flammen ausmachen. Ein Allzweck-Tool. Dieser Vogel. Was ist das hier? Was soll das bringen? Muss ich die kaputt machen? Oder? Wahrscheinlich, ne? Muss ich irgendwie. Ah, okay. Ich verstehe. Und nochmal. Bam. Und dann einmal von hier. Bam. Und dann noch einmal von hier. Oh, shit. Nee. Bisschen gerader, bitte. Nice. Ich finde das süß, wie der Vogel immer so ein bisschen so pfeift. Wie so ein typischer Vogel halt einfach, ne? Okay. Hat mir aber insgesamt nicht wirklich was gebracht, oder? Warum nicht? Warum hat mir das nichts gebracht? Egal, gehen wir erstmal hier hoch. Denn auch dieses Dach. Oh, komme ich gar nicht hoch. Kommen wir denn da hinten irgendwo? Da hinten kommen wir hoch. Nee, kommen wir nicht. Ah, jetzt verstehe ich, warum. Jetzt verstehe ich das. Wir müssen so einmal quasi komplett rüber, okay. Und jetzt weiter dahin. Und so kommen wir dann da hoch, wa? Indem wir quasi Ninja spielen, so richtig. Und uns komplett entlang hangeln. So. Und schon sind wir hier. Ich hoffe, das bringt so irgendwas. Dass wir jetzt hier sind. So, und jetzt? Hier hoch? Oder wie? Oh. Okay. Passt, ne? Scheiße. Mist! Mist, Mist, Mist. Das gibt es doch gar nicht. Dann machen wir es als Mario normal. So. Zack, ich bin oben, ich bin oben. Was bringen mir das? Gar nichts, ne? So. Hätte auch einfach den normalen Weg gehen können und das war wieder nur eine Abkürzung hier, oder? Weil ich dann quasi nicht da unten lang musste. Beziehungsweise. Ah, okay. Ich verstehe. Man braucht den hier. Sonst ist nicht viel Kirschen essen. Oh, aus dem Weg. Kommen wir nämlich nicht weiter sonst. So, machen wir das Feuer aus. Und schauen mal. Aber warte mal, erstmal kühlen wir den da. Bam. Das ist eine neue Art von Gegnern, oder? Gab es die schon mal? Oder gab es die schon mal? Nicht, dass ich wüsste. So, wir haben alle Monde. Also eigentlich könnten wir jetzt schon weiter. Aber ich möchte natürlich die alle noch hier
kaputt machen. Als ob. Danke. Ach was? Wieso ist das denn nicht... Wieso ist das denn nicht alles kaputt gegangen hier? Bam. Also man kann damit eigentlich schon recht gut zielen, ne? Wundert mich. Da drin ist ein Mond, oder? Ich höre irgendwas. Oder ist das der Mond, den ich da hinten freigeschaltet habe gerade? Könnte ja beide sein. Ah, okay, gut. Wir haben jetzt alles. Warte mal. Verdammte Münzen. Da unten. Nee. Nee. Oh, dein Ernst. Ich nehme erstmal den Mond. Oder? Ich nehme erstmal den Mond. Badabam. Cleverer Bombeneinsatz. Ja. Okay, und jetzt holen wir uns die Münzen. Bevor wir da reingehen. Bitte. Konfrontation mit den Brutals. Ach, die Brutals kommen jetzt gleich. Okay. Okay, okay. Ah, ist quasi eine Zwischenstation, in der wir kämpfen dürfen. Ich verstehe. Was? Als ob? Ich stand doch... Wie konnte der mich treffen? Ich stand doch oben. Verdammt nochmal. Als ob? Das verdutzt mich aber ein wenig. Okay. Und ab geht die Post. Diesmal kriegen wir das besser hin, oder? Sieht man ja jetzt schon. Bam. Gekonnt, als wäre ich seit Jahren in dieser Technik trainiert. Und zack. Easy. Und ich könnte dieses Vieh ja auch mit in den Kampf nehmen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das so klug ist. Hm. Ich weiß auch noch nicht, wie dieses Ding heißt. Wie heißt dieses Ding? Wie heißt du, Vogel? Ja, höre ich doch schon wieder irgendwo einen Stern. Da wollte ich mich veräppeln. Ich höre doch hier irgendwo einen Mond, meine ich. Mond. Da oben. Da oben ist ein Mond. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ist hier irgendwo weiße Wände? Nein. Okay, das heißt, ich muss es eigentlich von hier irgendwie schaffen. Von hier irgendwie da hoch. Nein? Fail? Oh, geschafft. Easy. Seid wir jetzt auf dem Festungstor. Ja, seine Ohren sollte man schon vertrauen. Da hinten sind auch noch Münzen. Sehr geil. Ja, ein bisschen was Verstecktes gefunden. Ich hätte jetzt auch einfach weitergehen können. Wenn ich das nicht gehört hätte, hätte ich das wahrscheinlich auch getan. Was ziemlich, doof gewesen wäre. So. Sonst noch irgendwas versteckt? Nö. Dann weiter geht's. Wo auch immer hin. Was? Hier gibt's auf einmal einen Shop? Geil. Geil, Alter. Jetzt können wir uns nochmal quasi total cool ausrüsten, wahrscheinlich. Was sind das für Teile? Was ist das? Was ist das? Da fehlt einer. Da fehlt einer. Hat doch irgendwas zu bedeuten. Hat doch 100 pro irgendwas zu bedeuten. Was ist das hier? Hm. Komisch, komisch. Also so ganz... Verstanden habe ich das jetzt noch nicht. Da, oh, guck mal. Okay, wir finden eins nach dem anderen. Wir ziehen uns aber erstmal um, würde ich behaupten. Denn, dann können wir wahrscheinlich in die Tür. Schätze ich mal. Gehen wir mal in diesen asiatischen Shop.
Hallo. Gib mir bitte deinen Mond. Danke. Danke, danke. Einkaufsmummel in Bowser-Festung. Dass er hier überhaupt einen Shop hat, ey. Dass er hier überhaupt einen Shop hat. Unglaublich. Willkommen. Oh, geil. Nehmen wir mal das Samurai-Outfit. Heißt das so? Samurai-Helm, okay. Samurai-Rüstung. Anziehen direkt. Mario wird jetzt zum coolen... Wir könnten uns auch zum Judo oder Karate oder was weiß ich Dings machen, aber wir haben noch nicht genug Münzen. Deswegen erstmal so. Geil. Da drinnen war eine kleine Statue. Die man kaufen konnte. Kann ich die dahin platzieren? Ich glaube nicht, oder? Na du? Habe ich das passende Outfit? Wenn du sehen willst, was da drin abgeht, musst du dich schon mit mehr Hingabe deinen Klamotten widmen, mein Freund. Mit dieser Rüstung siehst du aus wie ein Samurai-Krieger. Beeindruckend. Aber natürlich sehe ich aus wie ein Samurai-Krieger hier. Ist ja wohl klar. Okay. Ein großer Raum. Ein ziemlich großer Raum. Und warum? Ah, ich wollte gerade fragen, warum das hier eine andere Farbe hat. Das ist, aber das ist wohl Schattierung und so. Okay. Hier ist eine Wand. Was soll die da? Was macht die da? Was soll das? Also ich kann da auf jeden Fall dran hoch und runter springen. Ich kann mich halt auch draufstellen, aber was bringt mir das? Gar nichts, oder? Kann ich die schieben? Mario, versuch doch jetzt nochmal zu schieben. Nee, geht auch nicht. Okay, dann gehe ich erstmal in die Röhre. Wenn ich es schaffe. So. Ach, dafür ist sie da. Lol. Ach, wie geil ist der, der... Das ist cool, Alter. Das ist richtig cool gemacht. Der Effekt einfach. So. Easy. Und hiernach machen wir dann auch erstmal Cut, würde ich behaupten. Komm her. Ich brauch dich nicht. Okay, und mit geht's. Dann würde ich behaupten, springen wir einmal so entlang. Und. Okay. Bam! Der erste Mod ist da, aber wo ist der zweite? Normalerweise müsste es noch einen geben. Okay. Ach, da ist der nächste. Okay. Alles klar. Ich verstehe. Das verstehe ich auch. Das ist relativ einfach zu verstehen. So, und... Schupp. Ups. Puh, zweiter Mond, die Überquerung des Giftsumpfs. Okay. Alles klar. Dann wären wir hiermit, glaube ich, fertig. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat hier heute, dann lasst mal einen Daumen hoch da. Wenn ihr Tipps für mich habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn ihr es mir verpassen wollt, lasst dann kostenlos ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao!